Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Heute mal ein vollkommen anderes Video. Ihr seht, ich bin hier auf der Webseite von Tiermaker und da kann man ja so tolle Rankinglisten erstellen und ich habe richtig Lust dazu gehabt. Also machen wir das jetzt einmal zusammen. Und zwar geht es um Neocaridina und nicht darum, welche ich am besten finde oder am schönsten oder sowas, sondern darum, wie schwer es ist, sie zu selektieren. Also wie viel Selektionsarbeit bei den einzelnen Stämmen so dahinter steckt. Meiner persönlichen Meinung nach. Wie euer Ranking da ist, das könnt ihr mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht liegen wir da ja auch ähnlich. Wer weiß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich im Weg bin und ihr die Bilder alle sehen könnt. Aber wenn ich sie gleich hochschiebe, dann könnt ihr sie ja sehen. Wir fangen mal hier gleich an mit den White Pearl. Und da kann ich gleich sagen, Arbeit. Hä? Aber wir können ja einmal hier die Liste noch durchgehen. Oben habe ich Hard Work, also sehr viel Selektionsarbeit. Dann viel zu tun, dann okay, also so mittelmäßig, easy und Arbeit, Fragezeichen. Und da setze ich die White Pearl wirklich hin, weil eigentlich braucht man die so gut wie gar nicht selektieren. Ab und zu hat man mal ein Tier, das tatsächlich ein bisschen deckend weiß ist oder eins, das so in Richtung Amber Pearl oder so gehen. Aber eigentlich hat man keine Arbeit mit den White Pearl. Die kann man einfach im Becken belassen und einfach nur Freude dran haben. Dann habe ich hier die Black Rose und da muss ich sagen, da ist schon mehr zu tun bei der Black Rose, und zwar einiges mehr. Und ich bin nicht ganz sicher, wirklich Hard Work oder viel zu tun, so dazwischen, kommt so ein bisschen auf die Zuchtziele an. Also es ist ja auch viel Schoko so dabei und ich finde so ein schön durchgängig braunes Schokotier, das wirklich schöne deckende Farben hat, okay, ist aber eigentlich keine Black Rose, sondern eher so Schoko Sakura. Ja, ich würde sie so bei viel zu tun einordnen. Ja, kann dann vielleicht auch Part. Also ich so setze sie mal bei viel zu tun rein. So würde ich es erstmal sehen. Dann habe ich hier die Bloody Mary. Bloody Mary ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, wäre cool, wenn hier noch was dazwischen wäre, zwischen okay und viel zu tun. Ich setze sie mal so ins Mittelfeld. Ab und zu fällt da mal eine, die so feierähnlich aussieht, aber eigentlich auch nicht so viel. Bei der Bloody Mary ist es so, ich selektiere die immer relativ spät. Also wenn die schon ein bisschen größer sind, weil die Jungtiere zwar auch schon rot sind, aber diese schönen deckenden Farben noch nicht haben. Und je älter sie werden, bei jeder Häutung, werden die nochmal so deckender rot und so richtig weinrot dann zum Schluss, wenn sie erwachsen sind. Also ich setze die mal auf okay. Aber dann kommt hier was Schwieriges. Das ist die Yellow Fire. Also eigentlich nicht schwierig, weil ich würde es super easy oder Arbeit, Fragezeichen, ist das Arbeit? Ich bin mir nicht sicher, also es ist schwierig einzuordnen. Ich würde sie bei easy hinsetzen, weil es ist schon nicht so, dass man gar nicht selektieren muss. Ab und zu fallen Tiere, die so ein bisschen grünlich sind. Das ist aber gar nicht so einfach zu erkennen, ob das jetzt wirklich die Farbe des Tieres ist oder ob es so ein bisschen daran liegt, ob sie viel Aufwuchs oder viel Algen gefressen haben. Dann werden die nämlich auch so grünlich. Ist so ähnlich wie jetzt bei den White Pearl, wenn die viel so Bakterienaufwuchs zum Beispiel bekommen, dann sind die auch nicht ganz so schön durchsichtig, also durchsichtig sollen sie ja nicht sein, so Jelly-weiß, wie sie sein sollten. Das liegt dann aber einfach am Futter und so eine Woche später oder so ist es dann auch wieder weg. Und so ähnlich ist das auch mit den Yellow Fire. Wenn die viele Algen fressen, dann sind die eher Richtung grün. Und wenn die dann in ein anderes Becken kommen, wo keine Algen drin sind und sie was anderes dann zu fressen bekommen, dann sind die wieder leuchtend gelb. Sowieso ja so, wenn man Garnelen umsetzt, dann ist es immer so, dass sie nicht unbedingt die Farbe haben, die sie in ihrem Ursprungsbecken dann auch haben. Ich habe das ganz oft, wenn ich Garnelen ausselektiere und die dann in mein Mixbecken setze, dann ist das tatsächlich so, dass die Mixbecken auf einmal wieder richtig schön sind und fast schon wieder dem Zuchtziel entsprechen würden, einfach weil sie durch die Veränderung sich da nochmal irgendwie anders anpassen. Das ist ganz komisch, naja, aber dadurch sind auch viele schöne Tiere im Mixbecken drin.
Machen wir einmal weiter. Das sind jetzt die Carbon Release oder Blue Carbon Release. Ich habe ja die schönen Carbon Release von Aquapurist gekreuzt mit Blue Carbons und hoffe da so meinen eigenen Blue Carbon Stamm aufzubauen. Bin halt immer noch dabei. Alle anderen, die ihr hier seht, die sind schon im Online-Shop, die Carbon Release noch nicht. Die habe ich noch ein bisschen zurückgehalten. Die sind noch nicht im Online-Shop. Hier vor Ort kann man die ja direkt sehen. Das finde ich dann immer fair. Und das ist halt auch so ein Ding bei den Release. Die kommen ganz nach oben. Was die Lektionsarbeit angeht, sind die ganz weit vorne. Also Release sowieso. Muss mir jetzt auch keiner sagen, ja, es liegt am Stamm oder sowas. Nee, Release sind immer selektionsbedürftig, haben immer also viel Arbeit. Ja, hard work. Und dann haben wir hier das genaue Gegenteil. Die Red Fire kann ich hier zu den White Pearl setzen. Ganz klar, Arbeit überhaupt nicht. Also gar nicht. Die kann man einfach so laufen lassen. Und es ist wunderbar. Also keine Probleme. Kein zu blasses Tier oder so. Männchen sind ja immer ein bisschen blasser als Weibchen. Oder nicht ganz so farbenfroh wie Weibchen, würde ich mal sagen. Aber da macht das kaum einen Unterschied. Das ist ja ein Stamm, den wir schon Ewigkeiten seit den 90ern in unseren Aquarien haben. Und er hat sich mit der Zeit dann so gefestigt, dass wir da jetzt erstmal gar nichts mehr machen brauchen, es sei denn, wir haben irgendwelche anderen Zuchtziele. Aber so kann man den einfach laufen lassen. Dann haben wir hier Orange Sakura. Die sind so ein bisschen eine Besonderheit mit der Kreuzung und so weiter. Und ich würde sie auf, ich bin jetzt nicht sicher, easy oder okay setzen. Ich setze sie mal so zu den Bloody Mary. Ist auch so eine Sache, dass ich die spät selektiere, also wenn sie ein bisschen größer sind, nicht so ganz klein, weil die Deckfarben doch relativ spät so durchkommen und dann erstmal die Fleischfarbe ist. Also man hat schon schön leuchtende Jungtiere, mit Jungtier meine ich wirklich so die ganz kleinen, sind schon richtig schön leuchtend orange, aber diese richtig tollen Deckfarben, die kommen erst später halt, genauso wie bei der Bloody Mary. Deswegen setze ich sie mal dahin. Dann habe ich hier die Blue Pearl, genauso wie die White Pearl ist das ja eine Palmata, hat jetzt aber mit der Selektion an sich nichts zu tun. Ja, schwierig. Ist jetzt nicht so einfach zu sagen, setze ich sie jetzt hier ganz nach unten hin zu den anderen beiden, wo ich wirklich gar nicht selektieren muss, so gut wie gar nicht, oder setze ich die hier eher auf Easy? Ja, ich setze sie auf Easy, weil da schon mal eher so ein Amber-Tier ist oder eins, das eher so ins Türkise reingeht. Türkis sind sie sowieso viel eher als jetzt zum Beispiel die Blue Jelly. Die Blue Jelly sind ja wirklich so himmelblau oder so wasserblau. Und die Blue Pearl, die sind eher so türkise. Ich mag die ja sehr, sehr gerne, habe ich schon öfter mal gesagt. Und da muss man doch ein bisschen mehr selektieren. Wie gesagt, ab und zu fällt mal so Amber, elfenbeinfarbenes Tier. Deswegen bei Easy, würde ich sagen. Aber das ist halt super selten, dass man da selektieren muss. Dann haben wir hier wieder Release, die Red Release ab nach oben. Die sind wirklich hart in der Selektion, also viel, viel zu tun. Ja. Da gut aufgehoben. Das ist wirklich bei den Release halt so. Das Zuchtziel ist gar nicht so einfach. Der Kopf soll ja schön farbig sein, der Schwanz soll schön farbig sein und die Mitte soll nicht durchsichtig sein, so wie das bei wildfarbenen Tieren ist, sondern wirklich so ähnlich wie bei den White Pearl, also so jellyartig. Nicht richtig durchsichtig, sondern halt weißlich. Und ja, das ist das Zuchtziel. Und da ist es ziemlich schwierig, denn viele haben Punkte oder Tigerstreifen oder Flecken am Kopf, also helle Flecken am Kopf, dass da die Deckfarbe nicht ganz durchkommt. Ja, ist viel zu tun bei den Release. Dann haben wir hier die Green Jade. Bei den Green Jade ist es tatsächlich auch so, würde ich bei viel zu tun setzen, bei meinem Stamm. Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, oh ja, Hard Work, viel zu tun. Eher bräunliche Tiere, manchmal so Onyx-Tiere kommen dann da durch. Also ich denke mal, die kommen wirklich so ein bisschen aus der Schoko-Richtung. Und ja, ist ein eher neuerer Stamm. Und ich züchte ja auf Green Jade Extreme, also die dunklen, auch manchmal Dark Jade
Jade genannt. Und ja, da muss man schon ordentlich selektieren, damit man schön dunkle Tiere hat. Deswegen ist da auch so ein bisschen Arbeit drin. Und dann haben wir hier zum Schluss die Blue Dream. Ist ein doofes Bild, weil die da nur halb drauf ist. Naja, die setze ich auf okay. Man hat schon Selektionsarbeit, aber längst nicht so viel wie hier oben bei den anderen. Ist aber auch nicht so, dass ich sagen kann, das ist jetzt super easy. Ich züchte die auf relativ dunkel. Ist natürlich Geschmackssache, deswegen sage ich es immer, mein Stamm ist relativ dunkel. Die hellen Tiere fische ich raus und kommt natürlich immer darauf an, wie viel Arbeit man sich macht, welches Zuchtziel hat man denn jetzt. Wenn man sagt, nee, ich will eher helle haben, hat man ja auch dieselbe Arbeit, wenn man dann die dunklen rausfischt. Ja, ist natürlich so eine Sache. Oder man sagt, man lässt es laufen, hat man so eine Mischung dunkel und hell. Geht sicherlich auch. Ab und zu fallen dann mal Tiere, die in Richtung Schwarz oder Schoko gehen, weil die ja auf die Black Rose zurückzuführen sind, genauso wie die Bloody Mary. Aber das ist eher selten, sondern da bezieht sich die Selektion halt tatsächlich so sehr auf das eigentliche Zuchtziel dann, ne? Ja, das wollte ich euch einmal so zeigen, so mal kurz demonstrieren, wie viel Arbeit hinter welchem Stamm so steckt und wo dann vielleicht auch die Preise dann wirklich herkommen. Denn es ist einiges an Hintergrundarbeit. Natürlich ist da jetzt auch reingerechnet in die Preise so die Haltungskosten. Für die Aquarien, Futterkosten ist nicht gerade hoch, aber Aquarien, Stromkosten und so weiter ist natürlich mit drin. Aber natürlich halt auch meine Hintergrundarbeit als Züchter, wie viel Selektionsarbeit da so beim Einzelnen hintersteckt. Aber natürlich kann es sein, dass ihr ganz andere Erfahrungen habt und sagt, hier, mein Bloody Mary Stamm, super stabil und so. Aber wie gesagt, das hat ja auch immer ein bisschen was mit den persönlichen Zuchtzielen zu tun. Ich finde ja immer, rot ist nicht gleich rot. Manchmal wird es zu dunkel. Manchmal ist es dann doch zu hell für diesen Stamm. Für einen anderen wäre das dann wieder okay. Ja, es sind dann so kleine Feinheiten, wo man dann so ein bisschen guckt. Und natürlich kann man dann immer weiter gucken und sich immer engere Zuchtziele setzen. Dann die Färbung der Beine sich anschauen und so die Färbung der Nase und alles Mögliche dann noch mal ein bisschen genauer gucken und immer weiter dann versuchen, sich zu verbessern und zu schauen. Ja, so, das ist mein Ranking, was die Selektion von Neocaridina angeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne auch auf meiner Webseite in meinem Online-Shop vorbei, www.minibag.de. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, ihr Lieben!